Occupy. Ich bin hierher gekommen, weil das die erste Bewegung seit ewigen Zeiten ist, die ich denke, die was bewegen könnte. Ja, weil alle anderen Bewegungen, die ich vorher gesehen habe, die waren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, es ist auch die erste wirklich globale Bewegung. Ja, was viele gar nicht wissen, sind inzwischen fast 2.500 Städte weltweit, von China bis Südamerika. Naja, wir brauchen einfach eine bessere Gesellschaft. Das wissen viele, das sagen auch viele. Nur zwischen dem Sagen und etwas bewegen können ist halt ein großer Unterschied, ja. Und weil eben die Bewegung oder alle Leute, die ich hier aus der Bewegung kennengelernt habe, sehr darauf achten, dass Occupy nicht vereinnahmt wird von irgendwem, sich nicht vor irgendeinen Karren spannen lässt, dass es eben labelfrei ist, dass es nur um Inhalte und Aussagen geht. Das ist das, wo ich die Chance sehe. Es gibt durchaus auch einige, die in der Zeitung dann nicht so positiv dargestellt werden, von wegen irgendwelche Obdachlosen steht dann da. Tatsache ist, dass auch einige der sozial sehr schwachen und zum Teil auch heimatlosen Leute sich hier auch engagiert haben. Ich hätte zunächst mal die Forderung, dass jeder, der das gut findet, was wir hier machen, dass der 5 Minuten pro Woche das nächste Camp besucht. Weil dann hätten wir hier so viele Menschenmassen jeden Tag im Camp, dass sich Leute über unsere Probleme Gedanken machen, die freiwillig nicht mit uns reden würden. Occupy.